festliche Atmosphäre herrscht an diesem Tage auf dem Flugplatz von Rawalpindi. Letzte Vorbereitungen für den Besuch des deutschen Bundeskanzlers werden getroffen. Bunte Luftballons setzen einen heiteren Akzent. Früh hat für die Aufnahmeteams des pakistanischen Fernsehens ein arbeitsreicher Tag begonnen. Noch einmal werden Anschlüsse kontrolliert, Kabel verlegt und überprüft. Jeder weiß, dass alles auf Anhieb klappen muss. পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর ডক্টর কোর্ট গেও কিসিঙ্গা পাকিস্তান সফরে আজ অপরাহ্নে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছে। In den drei Sprachen Urdu, Bengali und Englisch werden die Berichte über die Ankunft von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger übertragen. Dr. Kurt Georg Kiesinger arrived this afternoon in Rawalpindi for a visit to Pakistan. Etwa 150.000 Pakistani erleben mit, wie zum ersten Mal ein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland den Boden ihres Landes betritt. Staatspräsident Feldmarschall Mohammed Ayub Khan ist gekommen, um seinen Gast aus Deutschland zu begrüßen. Schon in der Herzlichkeit des Empfangs wird die betont freundschaftliche Stimmung spürbar, die auch die späteren politischen Gespräche kennzeichnen wird. Unter dem Jubel der Bevölkerung erklingen die Nationalhymnen zweier Länder, die ihre guten Beziehungen durch diese Begegnung festigen wollen. Der deutsche Bundeskanzler schreitet die Front der Ehrenkompanie ab. In der Staatslimousine mit der Präsidentenstandarte fährt Bundeskanzler Kiesinger in das Gästehaus der pakistanischen Regierung. Für drei Tage ist es seine Residenz. Die Zeit drängt. Unmittelbar nach seiner Ankunft diskutiert der deutsche Regierungschef mit seinen engsten Mitarbeitern noch einmal die Verhandlungsthemen. Die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Pakistan bilden den Mittelpunkt der Beratungen. In einer freundlichen Atmosphäre beginnen die politischen Gespräche, die eine Übereinstimmung in wichtigen Fragen der Weltpolitik ergeben. Zur Erinnerung an den Besuch werden Gastgeschenke ausgetauscht. Entscheidend für diese Begegnung aber bleibt die Übereinkunft in Wirtschaftsfragen. Die Bundesrepublik, so versichert Bundeskanzler Kiesinger, werde trotz finanzieller Schwierigkeiten im eigenen Lande ihre Wirtschaftshilfe für Pakistan fortsetzen. Deutschland wird die Bemühungen des pakistanischen Volkes beim Aufbau eines modernen und wirtschaftlich gesunden Staates unterstützen. Nirgendwo deutlicher als in der Altstadt von Rawalpindi erhalten die Besucher einen Einblick in das Traditionsbewusstsein und die tiefe Gläubigkeit dieses großen Volkes, dem der Sprung in die Neuzeit im Einklang mit seiner jahrhundertealten Geschichte gelungen ist. Zielstrebige, systematische Aufbau der pakistanischen Wirtschaft durch Staatschef Ayub Khan verbesserte auch die Situation der kleinen Handel- und Gewerbetreibenden in Rawalpindi. Ihr Durchschnittseinkommen steigt ständig. Der Weg bis zur geplanten Vollbeschäftigung im Jahre 1985 ist noch lang. Doch das Pakistan der Zukunft ist keine Illusion mehr. Die Jugend von heute weiß bereits, wo und wie sie morgen leben und arbeiten wird. Islamabad.
Pakistans Hauptstadt von morgen. Islamabad has been my dream always, schrieb einmal Mohammed Ayub Khan. Heute, 6 Jahre nach der Grundsteinlegung, wird aus dem Traum Wirklichkeit. Islamabad ist eine gelungene Synthese aus den Elementen moderner Architektur und den überlieferten Formen islamischen Dekors. Ein Besuch im Museum von Taxila bedeutet für manchen ein Wiedersehen mit den weltberühmten archäologischen Funden, die vor 5 Jahren auf einer vielbesuchten Ausstellung in Deutschland zu sehen waren. Hier gewinnen die Gäste aus der Bundesrepublik Deutschland einen nachhaltigen Eindruck von der 5000-jährigen Geschichte dieses Landes. Das besondere Interesse Bundeskanzler Giesingers gilt den Reliefs der Gandhara-Kultur. In ihnen sind die Kompositionsprinzipien der Hellenen mit dem Stilempfinden des Buddhismus zu einer neuen ästhetischen Einheit zusammengewachsen. Zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt wird der Empfang im Gästehaus der Regierung. Staatspräsident Mohammed Ayub Khan und Begum Shakila Najibullah betreten gemeinsam mit ihren Gästen die festlich geschmückte Halle. Mitglieder der pakistanischen Regierung, hohe Diplomaten und Militärs werden dem Gast aus Deutschland vorgestellt. Die persönlichen Kontakte, die Bundespräsident Heinrich Lübke zwischen Pakistan und Deutschland 1962 aufgenommen hatte, werden an diesem Abend in freundschaftlicher Atmosphäre gefestigt. In einer Tischrede bekräftigt Staatspräsident Ayub Khan das gegenseitige politische Vertrauen und richtet zugleich einen Appell an die Industrieländer, mit den jungen Nationen auf ihrem Weg in die Zukunft zusammenzuarbeiten. Excellencies, ladies and gentlemen, I have much pleasure today. Es bereitet mir große Freude, heute den Führer eines großen Landes herzlich begrüßen zu dürfen. Zu unserer großen Genugtuung gelang es unseren beiden Ländern, eine herzliche Freundschaft mit gemeinsamen Idealen zu entwickeln. Vor allem teilen wir den gemeinsamen Wunsch nach Frieden in einer Atmosphäre internationaler Gerechtigkeit und Moral, damit allen Staaten, ob groß oder klein, die Möglichkeit eröffnet werden kann, ihre ganze Energie der dringenden Aufgabe zu widmen, die Lage ihrer Völker zu verbessern. Zwischen unseren beiden Ländern wuchsen Kontakte, die unserer wirtschaftlichen Entwicklung dienlich sind. Wir sind für die bedeutende Hilfe Deutschlands dankbar und sehr zufrieden. Beim Bau des Mangla-Staudammes, der nur wenige Tage vor dem Besuch des Bundeskanzlers von Staatspräsident Ayub Khan eingeweiht worden war, hatte sich die pakistanisch-deutsche Zusammenarbeit gut bewährt. Gemeinsam mit ihren pakistanischen Kollegen haben hier deutsche Ingenieure ein gigantisches Werk geschaffen. In seiner Festrede würdigt Bundeskanzler Giesinger die enge Partnerschaft beider Länder und dankt der pakistanischen Regierung für ihr Verständnis für die Lebensfragen des deutschen Volkes. Es ist für mich eine besondere Freude, als erster deutscher Bundeskanzler Ihr Land zu besuchen, mit dem uns eine enge Zusammenarbeit und Freundschaft verbindet. Das deutsche Volk dankt Ihnen, Herr Präsident, dafür, dass Sie die Bemühungen der Bundesregierung um die Wiedervereinigung unseres Volkes immer unterstützt haben. Pakistan und Deutschland müssen und werden auch in der Zukunft weiter in gegenseitiger Freundschaft und Achtung zusammenarbeiten. May I ask you, Excellencies, ladies and gentlemen, to join me in a toast to the health and happiness of Field Marshal Mohammed Ayub Khan, President of Pakistan, and Begum Ayub Khan, and to the prosperity of the Pakistan people. Good luck to you and to your partner. Ein weiteres Beispiel für die pakistanisch-deutsche Zusammenarbeit ist das Schul- und Forschungsinstitut Multan. Pakistan und Deutschland arbeiten hier gemeinsam an dem Ziel, die Landwirtschaft Pakistans zu modernisieren und damit die Ernährungsgrundlage des Volkes zu sichern.
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit brachte sichtbare Erfolge. Bereits seit 1965 werden die Erfahrungen dieser Musterfarm in den umliegenden Dörfern verwirklicht. Alle gemeinsamen Entwicklungsprojekte sollen dem Land für die Zukunft die Möglichkeit zur Selbsthilfe geben. Dieses Prinzip fand bei der abschließenden Konferenz die volle Zustimmung Ayub Khans. Zu den wichtigsten politischen Ergebnissen dieser Konferenz gehört der Beschluss beider Regierungen, dass die Außenminister künftig zu regelmäßigen Konsultationen zusammentreffen. Dies kommt dem Wunsch Deutschlands entgegen, seine Beziehungen zu den Ländern Asiens enger zu gestalten. Deutschland ist ein Exportland, das auf Absatzmärkte von morgen angewiesen ist. Auf einer Pressekonferenz präzisiert Konrad Ahlers das Ziel dieser politischen Begegnung. Well, I must say first of all that our Chancellor and the whole party is very glad that. Zuerst möchte ich sagen, dass wir sehr glücklich sind, die Gelegenheit gehabt zu haben, nach Pakistan zu kommen. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in Deutschland viele Politiker und Journalisten, die schon seit vielen Jahren dafür plädieren, bessere Beziehungen zu der, sagen wir, dritten Welt anzuknüpfen. Der Hauptanlass für diese Reise ist, neben vielen anderen Gründen, unser Bemühen um eine neue Position im Weltgeschehen. It is our endeavor to take up, let us say, a new position in world affairs. Im Central Television Institute von Rawalpindi wurden junge pakistanische Mitarbeiter unter Anleitung deutscher Kollegen als Techniker und Programmberater ausgebildet. Mit der erfolgreichen Übertragung der Berichte über den Besuch des deutschen Bundeskanzlers haben sie ihre Bewährungsprobe bestanden. After a 3 days visit to Rawalpindi and Lahore, Dr. Kurt Georg Kiesinger, Chancellor of the Federal Republic of Germany, left for Bonn. Der herzliche Abschied auf dem Flughafen von Rawalpindi ist nur ein Abschied auf Zeit. Der deutsche Bundeskanzler hat Staatspräsident Mohammed Ayub Khan zu einem offiziellen Besuch nach Bonn eingeladen. So verlässt die deutsche Delegation das Land in der Gewissheit, dass in Pakistan Freunde zurückbleiben, die sich mit der Bundesrepublik Deutschland verbunden fühlen.